Ja, Zusatzpunkt 9, aufgerufen hier von Claudia Roth. Da schauen wir mal auf das Thema. Viele Selbstständige in Deutschland arbeiten in einer rechtlichen Grauzone, müsste man sagen, nämlich mit dem digitalen Wandel. Da verschwimmt ja auch die Grenze zwischen Angestellten und Freischaffenden. So ist es in einigen Sparten. Unternehmen beispielsweise, die holen sich ja Experten ins Haus, um neue Computersysteme aufzubauen oder Ähnliches. Und das Risiko bei einem Projekt als Scheinselbstständiger eingestuft zu werden, das betrifft beispielsweise viele IT-Spezialisten. SPD und Union hatten im Koalitionsvertrag übrigens vereinbart, für ein rechtssicheres und vereinfachtes Statusfeststellungsverfahren für Selbstständige zu sorgen. Das betrifft beispielsweise genau einen solchen Bereich. Und die FDP-Fraktion, die sagt, es ist aber noch nichts geschehen bislang und legt hier einen Antrag vor und macht das Ganze zum Thema. Wir hören jetzt Thomas Sattelberger für die Liberalen, erster Redner. Holen sich externes Know-how für zeitlich befristete Innovationsprojekte. Unverbrauchte Sicht von außen ist häufig die Quelle von Kreativität und Neuerung. Oder sie überbrücken ihren Spezialistenmangel. Und um es gleich nach links zu sagen, ich rede weder über Paketzusteller noch über Arbeiter in Schlachthöfen, die wir natürlich weiter vor Ausbeutung schützen müssen. Doch die Wissens- und Kreativarbeiter, vor allem die Freelancer, die müssen wir aus ihrem Korsett befreien. Studien zufolge beklagen mehr als die Hälfte der Unternehmen hierzulande, beim Thema Scheinselbstständigkeit werden Rechtslage und Konsequenzen zunehmend unberechenbar. Bei 90% der Befragten führt dies zum vorzeitigen Ende wichtiger Projekte und Aufträge. Auf ihre Selbstständigkeit stolze Menschen verlieren Einkommensquellen. Rechtsunsicherheit wird so ein immanentes Innovationshemmnis. 15 deutsche große Unternehmen haben im Juli 2018 einen Brief an Herrn Heil geschrieben. Sie forderten den Arbeitsminister auf, einen rechtssicheren Einsatz dieser dringend benötigten Experten zu gewährleisten. 11 Monate später gab es ein Treffen zwischen Bundesarbeitsministerium und den Unternehmen. Hubertus Heil ließ sich entschuldigen, geändert hat sich nichts. Meine Damen und Herren, Commerzbank, Vodafone und andere haben mittlerweile erklärt, in Deutschland auf Freelancer völlig zu verzichten. Sie vergeben jetzt ihre Aufträge ins Ausland. Noch brenzlicher ist die Lage beim Thema agiles Arbeiten. Eine innovative Form der Projektarbeit. Dabei werden die Anforderungen und Schritte hin zum Ziel des Projektes nicht mehr zu Beginn des Auftrags komplett vorgegeben, sondern die Beteiligten erarbeiten sie im Team und passen sie regelmäßig an. Eine international komplett übliche Methode, der das deutsche Arbeits- und Sozialrecht aber unerbittlich einen Riegel vorschiebt, sobald Freelancer beteiligt sind. Sowas beschädigt die Innovationsarbeit in diesem Lande. Die Bundesregierung muss hier handeln, ohne weiteres Zögern. Sie muss die deutsche Rentenversicherung auffordern, sich endlich mit dem Thema agiler Arbeit vertraut zu machen. Hier fehlen bis heute die notwendigen Kompetenzen. Es gibt laut einer Kleinen Anfrage nicht einmal interne Schulungen dazu. Und das ganze Gedöns von Hubertus Heil um Fachkräfteeinwanderung ist eine leere Hülse, wenn Freelancer inzwischen ihr berufliches Glück im Ausland suchen. Wir brauchen schnellstens die Reform des Statusfeststellungsverfahrens bei der gesetzlichen Rentenversicherung, klare Positivkriterien für rechtssichere Selbstständigkeit, Mindesthonorare pro Stunde oder pro Tag sowie der Nachweis einer ausreichenden Altersversorgung. Und liebe Rot-Rot-Grün-Anhänger, so verhindert man auch Umgehungstatbestände bei den Mindestlöhnen. Und agile Arbeitsmethoden dürfen nicht an den Kriterien von Weisungsgebundenheit und Eingliederung scheitern. Schluss damit, meine Damen und Herren. Dass freie Unternehmer und Innovationsprofis
in das Korsett abhängiger Beschäftigung gesperrt werden, dass sie in die Zeitarbeit gedrückt werden oder ins Ausland gedrängt werden. Freelancer sind das Plankton der digitalen Gesellschaft, unserer Volkswirtschaft der Zukunft. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Dr. Sattelberger. Ja, Thomas Sattelberger hier für die Liberalen die Debatte eröffnet, denn Sie haben hier den der Debatte zugrunde liegenden Antrag vorgelegt, also mehr Rechtssicherheit für IT-Freelancer oder auch Freiberufler, kann man dazu sagen. Thomas Heimann jetzt für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren im Saal und auf der Tribüne, an den digitalen Endgeräten und natürlich in dem Fall liebe IT-Freelancer. Lieber Herr Dr. Sattelberger, ist ja ganz gut, wenn es die Opposition gibt, die mal drängelt. Das Thema drängt in der Tat und insofern gebe ich Ihnen vorab erstmal recht. Wir sind als Koalition dazu langsam, obwohl wir es im Koalitionsvertrag schon enthalten haben. Leider habe ich das sehr bedauert, dass Sie das ja als Zusatzpunkt erst gestern auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass 4 von Ihren 8 Seiten leer waren im digitalen PDF, sodass man irgendwie gar nicht wusste, hört die Begründung jetzt auf oder fehlen die Seiten eigentlich? Und das ist nicht ganz symptomatisch, weil der Antrag dann im Detail doch das eine oder andere hat, das wir offensichtlich unterschiedlich sehen. Wie gesagt, vorweg, das Problem gibt es und nichts ist so schlecht für die Wirtschaft wie Rechtsunsicherheit. Denn wenn ich erst einen Anwalt fragen muss und der mir dann für viel Geld und viele Seiten sagt, er wisse auch nicht genau, wie es ist, dann ist das ein echtes Investitionshemmnis. Und natürlich droht nicht nur die Abwanderung ins Ausland, sondern ich glaube, es ist auch nicht in unserem wirtschaftspolitischen Interesse, wenn große, meistens ja amerikanische IT-Konzerne dann die Aufträge bekommen, weil die Konzerne das Problem nicht haben, dass die Freelancer haben. Wir als Parlamentarier kontrollieren die Regierung und Frau Staatssekretärin, wir werden Druck machen. Das haben wir uns in der Koalition jetzt gesagt. Wir müssen das, was im Koalitionsvertrag auch steht, wir müssen dieses Statusfeststellungsverfahren überarbeiten. Das, wo wir einer Meinung sind und wo wir in der Koalition noch diskutieren, ist das Thema Positivliste. Ich bin der Meinung von Ihrer Fraktion, Rechtsunsicherheit und Unklarheit darf nie ein Instrument eines Rechtsstaats sein. Wir müssen schon sagen, was wir von den Leuten erwarten und deswegen sollten wir das klären. Und insbesondere, wie Sie ja selber auch formuliert haben, wenn die Leute eine Rentenversicherung nachweisen, dann ist ja auch die Frage, dass sie sich der Solidargemeinschaft entziehen, eigentlich keine wirkliche Frage. Jetzt wollen Sie sehr viel Statistik haben. Das ist überraschend für die, eine Forderung der FDP. Überraschend fand ich auch, dass Sie die Clearingstellen verlagern wollen. Das ist eine staatliche Stelle. Es gibt Rechtsschutz. Ich weiß nicht, warum man das verlegen soll. Da bin ich anderer Meinung. Positiv finde ich wiederum, dass Sie die Steuerberater als Prozessvertreter zulassen wollen. Das halte ich für eine Vereinfachung, die richtig ist. War das jetzt ein Steuerberater oder ein IT-Freelancer? Ich weiß es nicht. Dann haben Sie eine interessante Formulierung da drin, nämlich, dass wir, obwohl es um Selbstverwaltung handelt, dass die Regierung klare Maßgaben und Vorgaben machen soll. Ich finde, es ist eine Organisation der Selbstverwaltung, die Deutsche Rentenversicherung sollte sie auch bleiben. Deswegen fand ich auch diese Formulierung etwas merkwürdig in Ihrem Antrag. Und dann, ich bin sehr für Weiterbildung und ich halte das auch für sinnvoll für Weiterbildung. Nur auch das ist Frage der Selbstverwaltung und insofern wäre ein Appell an die Rentenversicherung, glaube ich, richtiger als ein Appell an die Bundesregierung. Die vollständig. Naja, also wir hätten es ja bei der Rentenversicherung, ich komme gleich noch mal darauf zurück, versuchen können. Die sind da nämlich weiter, als Sie denken. Und das betrifft auch das letzte Thema, das ich aus Ihrem Antrag ansprechen möchte. Das ist Ihre Forderung, dass das Verfahren digitalisiert werden sollte und dass man es digital machen sollte. Dazu gehört etwas, was Sie weggelassen haben, nämlich die sogenannte Prognoseentscheidung. Es wäre doch viel besser, man könnte vorher wissen, wenn man hinterher einen Auftrag geben will, ob in dieser Konstellation das sozialversicherungspflichtig oder sozialversicherungsfrei ist. Das steht in Ihrem Antrag nicht, aber ich finde, das wäre eine sehr entscheidende Verbesserung.
Und nun steht in Ihrem Antrag auch nicht drin, dass wir ja das Online-Zugangsgesetz haben und die entsprechenden Verfahren und dass die Verfahren bei der Deutschen Rentenversicherung priorisiert sind und dass, wenn alles gut läuft, wir in diesem Jahr das digitale Verfahren bekommen werden. Da Sie den Antrag praktisch erst gestern Abend auf die Tagesordnung gesetzt haben und meine Vorbereitungszeit deswegen etwas beschränkt war, ist es mir nicht gelungen, die richtigen Leute ans Telefon zu kriegen, um Ihnen zu sagen, wie weit ist denn das Verfahren genau. Deswegen kann ich Ihnen das bis zum Jahresende nicht endgültig versprechen. Zusammenfassend, Ihr Thema ist richtig, Ihr Thema ist wichtig und es ist dringend. Ihre Lösungsvorschläge sind mir ehrlich gesagt zu ungenau und ich bin ganz sicher, Herr Dr. Rosemann wird für die Koalition das noch im Weiteren ausführen. Aber wir sind beide einer Meinung, wir kümmern uns drum. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas Heilmann. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Martin Hebner. Martin Hebner sitzt im Ausschuss für digitale Agenda für die AfD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Anliegen der FDP ist richtig und berechtigt und eine Lösung mehr als überfällig. Denn, Herr Heilmann, das Problem ist alles andere als neu. Mit einer sozialistischen Herangehensweise an den Arbeitsmarkt wird seitens der letzten ca. 5 Regierungen versucht, jede Form der Arbeit von IT-Freelancern zu konterkarieren. Dies, wie auch die Vorgängerregierungen, unter anderem übrigens auch von der FDP 2009 bis 2013, wurde in dem Fall selbstständige IT-Freelancer als störend betrachtet. In diesem Haus wird viel über Digitalisierung schwadroniert. Es wird über deren Zukunftsnotwendigkeit diskutiert und es wird die Bedeutung für die Wirtschaft hervorgehoben. Aber die Leute, die vor allem auch hier in dem Fall für die Flexibilität und den Einsatz am Arbeitsmarkt mit sorgen, die IT-Freelancer, wird in bürokratischer Art und Weise herabgeschaut. Und es kümmert sich kaum einer um deren in dem Fall Anliegen. Und das muss, meine Damen und Herren, dringend aufhören. Ich hoffe, deswegen macht die Regierung ernst und bitte nicht erst bis Ende des Jahres. Hier muss in dem Fall mehr Dynamik rein. Vielleicht nehmen Sie ein paar IT-Freelancer dazu. Wäre ratsam. Und Ausschüsse wie Arbeitssoziales, die beschäftigen sich mit vielem. Aber mit den Leuten, die hier als Leistungsträger im Land arbeiten, die kommen dabei kaum vor. Und es wird ihnen dafür schwer gemacht, und zwar gerade mit dem Thema Statusfeststellung, die rückwirkend als solches erfolgt, die wie ein Damoklesschwert über Jahre hinweg über ihnen schwebt. Da werden in dem Fall wirklich Arbeiten unterbrochen in Firmen, die weitere Projektarbeit verunmöglicht. Die Vorgehensweise ist untragbar. Selber schuld, so heißt es im Übrigen bei vielen dieser hier etwas links gelagerten. Warum? Weil die Leute, die da so tätig sind und viel arbeiten, die verdienen gut. Und die werden als sogenannte Besserverdienende bezeichnet. Das werden Sie ja schon sukzessive irgendwo als abwertend einordnen. Und das ist das Schlimme, dass die Leute in diesem Land etwas leisten, von Ihnen nicht mehr wertgeschätzt werden. Ein Unding, und das muss dringend beendet werden. Welche verquere Welt? Euer Kernproblem ist das sogenannte Statusfeststellungsverfahren, nachgelagert. Wie eben gerade schon gesagt, 2 Jahre rückwirkend die Beurteilung. Das ist in dem Falle jeglichem rechtlichen Anstand zuwiderlaufend. Und die Art und Weise, wie man hier Menschen, die arbeiten wollen, behandelt, ist ein Unding. Und ist gerade eben schon gesagt, Abwanderung. Meine Damen und Herren, wir haben in dem Falle pro Jahr in Deutschland Abwanderung wirklich in Fachkräften von über 100.000 Leuten. Im Übrigen, und ich weiß es sehr genau, ich bin auch Diplom-Informatiker, von über 100.000, in dem Falle von vielen meinen Kollegen, von denen ich höre, dass sie jetzt in der Schweiz oder in Norwegen, wo auch immer arbeiten, aber weil die Arbeit hier in Deutschland verunmöglicht wird. Das muss aufhören. Und genau diese Problematik ist ist ein Riesenthema für auch die Industrie, dass ein Arbeitsminister, das Arbeitsministerium auf solche Themen nicht sich irgendwann so schnell als möglich meldet und darum kümmert, ist ein Skandal per se und auch nicht mehr hinnehmbar. Ein zentraler Fehler allerdings im Übrigen, liebe Kollegen von der FDP, in Ihrem Antrag. Sie heben ab auf agile Methoden. Ich nehme an, das wird wahrscheinlich hier in diesem Saal kaum jemand bekannt sein, was darunter zu verstehen ist. Ich bin in dem Fall in agilen Projekten tätig gewesen, genauso auch wie in konventionellen Projekten. Und man muss ganz klar sagen, der einzige Unterschied, der hier besteht, ist in dem Fall in der Frage
Strukturierung in der Vorgehensweise. Aber das hat nichts mit zu tun, dass dieses jetzige Statusfeststellungsverfahren dringend abzulösen ist. Und es hat überhaupt nichts zu tun mit der in dem Fall Statusfeststellung. Denn ansonsten, wenn Sie da irgendeine Differenzierung machen würden, liebe Kollegen von der FDP, müssen Sie auch Führerscheine je nach Diesel- oder Automotoren differenziert ausgeben. Das ist ein Unsinn denn damit. Aber generell möchte ich Ihnen ganz klar sagen, wir unterstützen Ihr Vorgehen. Es ist dringend Notwendigkeit. Und wir wollen hier unbedingt für die Leistungsträger in unserer Gesellschaft Abhilfe schaffen. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Martin Rosemann. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Also, dass ausgerechnet die AfD, die das Klima in diesem Land vergiftet, die Abwanderung von Fachkräften beklagt, das ist schon an hohen nicht zu überbieten. Herr Hebner, und wären Sie regelmäßig im Ausschuss für Arbeit und Soziales, ich weiß gar nicht, wann Sie das letzte Mal gewesen sind, dann wüssten wir, dass wir die Veränderung der Arbeitswelt in allen Facetten regelmäßig diskutieren. Sie können ja gerne mal wieder vorbeikommen. Jetzt aber zurück zum Antrag der FDP, lieber Herr Sattelberger. Sie haben ja recht, die Arbeitswelt ist im Wandel und es verlangt nach neuen Antworten. Aber ich finde, das Thema, das eignet sich einfach nicht zur Skandalisierung. Sie haben den Brief der 15 Unternehmen an das BMAS erwähnt. Es hat einen Termin mit den 15 Unternehmen gegeben auf Staatssekretärsebene. Wir haben volles Vertrauen in Staatssekretär Böning, dass er da die richtigen Gespräche führt. Es wurde ein weiteres Gespräch in Aussicht gestellt. Darüber hinaus hat es Fachgespräche mit vielen Interessensverbänden gegeben, auch Vertretern aus der IT-Branche. Das Thema selbstständige Statusfeststellung war Thema im Zukunftsdialog des BMAS. Der hat einen breiten Raum eingenommen. Ich weiß nicht, ob Sie das nicht mitgekriegt haben. Da wurden viele der Reformoptionen für das Statusfeststellungsverfahren diskutiert. Kollege Heilmann hat es schon hingewiesen. Wir haben das Thema im Koalitionsvertrag, übrigens auf Initiative der SPD. Ich kann es noch mal vorlesen. Das Statusfeststellungsverfahren für Selbstständige wollen wir vereinfachen und zwischen den unterschiedlichen Zweigen der Sozialversicherung widerspruchsfrei ausgestalten. Ich kann Ihnen sagen, dieses Vorhaben ist im Ministerium in Vorbereitung. Wir werden uns das auch im Parlament anschauen. Im Übrigen machen wir noch mehr. Wir werden die Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen. Ja, meine Damen und Herren, damit wird dann auch die sozialrechtliche Bedeutung des Statusfeststellungsverfahrens abnehmen. Es wird nicht mehr die entscheidende Frage sein, ob Rentenbeiträge in die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt werden oder nicht. Aber eines, Herr Sattelberger, muss ich Ihnen schon sagen. Ihre einseitige Sicht auf die Welt von Selbstständigen, im Übrigen auch im Kontext der Digitalisierung. Sie nehmen einfach nicht zur Kenntnis, dass es gleichzeitig Fälle von Missbrauch gibt. Selbstständige Kurierfahrer oder Paketdienstleister sind, naja, Sie haben einen Satz gesagt, Sie haben gesagt, darüber wollen Sie heute nicht reden. Aber das gehört ja zusammen. Das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Die sind eben oft weisungsgebunden mit täglich vorgegebenen Arbeitszeiten, müssen sich teilweise den Urlaub genehmigen lassen oder ein Fahrzeug mit dem Firmenschild des Transportunternehmens kennzeichnen. Sie haben eben auf der einen Seite die Nachteile von Selbstständigkeit, auf der anderen Seite aber nicht die Vorteile von Selbstständigkeit. Sie sind nicht sozial abgesichert, sie haften selber und sie haben keine Unterstützung beispielsweise durch einen Betriebsrat. Deswegen ist es wichtig, dass wir da auch weiterhin genau hinschauen. Und deswegen werden wir auch einer Positivdefinition für Selbstständigkeit, die Sie fordern, die eben sehr missbrauchsanfällig ist, eben auch nicht zustimmen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Dr. Rosemann. Nächste Rednerin, Jessica Tatti für die Fraktion Die Linke. Und sie ist die Sprecherin für Arbeit 4.0 der Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, dies ist innerhalb
von kürzester Zeit der zweite Antrag der FDP zum Statusfeststellungsverfahren. Und in der Tat ist es ein relevantes Thema, endlich gesetzliche Klarheit herzustellen, wer selbstständig ist und wer nicht. Aber so wirklich inhaltlich Neues steht im Gegensatz zum Antrag von Johannes Vogel vor nur wenigen Wochen hier nicht drin. Zumindest nicht zum Statusfeststellungsverfahren. Neu ist allerdings die Erwähnung eines Briefes von den Vorständen 15 deutscher Großunternehmen, darunter Bosch, BASF und Commerzbank. Mit dabei auch die Deutsche Telekom, bei der Sie, Herr Sattelberger, bis 2012 selbst im Vorstand saßen. Diese haben einen Beschwerdebrief an Minister Hubertus Heil geschrieben zur Reform des Statusfeststellungsverfahrens. Im Nachgang des Beschwerdebriefes gab es offenbar ein Treffen zwischen den Vorständen und dem Bundesarbeitsministerium. Hubertus Heil war nicht persönlich dabei, sondern ließ sich von seinem Staatssekretär Herrn Böning vertreten. Ein völlig normaler Vorgang. Für die FDP ist das scheinbar ein solcher Affront, dass sich jetzt das ganze Parlament damit befassen soll. Denn schon in Punkt 1 dieses Antrags fordern Sie eine Neuauflage des Termins für die Konzerne, bei dem Herr Heil anwesend sein soll. Herr Sattelberger, was glauben Sie eigentlich, wie viele Menschen es gibt, die sich in einer schwierigen Situation befinden und die froh und dankbar wären, wenn sich die Regierung die Zeit nähme, sie anzuhören? Und Sie haben als Abgeordneter nichts Besseres zu tun, als stellvertretend für Großkonzerne hier herumzujammern, dass diese ihre Wünsche nur an einen Staatssekretär und nicht an den Minister persönlich richten können? Also das ist so unfassbar abgehoben, dass es mich echt wütend macht. Herr Sattelberger und Kolleginnen und Kollegen der FDP, das ist einfach nur lächerlich. Es fällt mir schwer, von dieser dreisten Klientelpolitik zur Fachpolitik zu kommen. In den nachrangigen Punkten Ihres Antrags fordert die FDP eine Reform des Statusfeststellungsverfahrens. Auch die Linke will Rechtssicherheit für die Unternehmen und für die Freelancer. Für diejenigen unter Ihnen, die selbstbestimmt und gut bezahlt als Selbstständige arbeiten, ob in der IT-Branche oder woanders. Vor allem aber will meine Fraktion den Missbrauch von Selbstständigkeit stoppen. Wenn Unternehmen Jobs ausgliedern, um Arbeitnehmerrechte, Tarifverträge und Sozialversicherungsbeiträge zu umgehen. Und das wird meine Fraktion nicht hinnehmen. Denn es gibt immer mehr prekäre Solo-Selbstständige, die zu Löhnen weit unter dem Mindestlohn und ohne soziale Absicherung hart arbeiten, wie auf Plattformen und in der Paketzustellung, Herr Sattelberger. Die Bundesregierung muss daher endlich Schluss machen mit ihrer reinen Ankündigungspolitik. Legen Sie endlich einen Gesetzentwurf zur Statusfeststellung und zur sozialen Absicherung von Solo-Selbstständigen vor. Am besten, bevor die FDP den nächsten Antrag dazu einreicht. Vielen Dank, Kollegin Tatti. Nächster Redner für Bündnis 90 Die Grünen, Markus Kurt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Jessica Tatti, ich bin dir wirklich dankbar, dass du den Punkt 1 dieses Antrags passend gewürdigt hast. Und in der Tat muss man sagen, an vielen Stellen wird ja geradezu grotesk das Klischee der FDP als Klientelpartei mit diesem Antrag bedient, indem sie sich hier als Terminvermittler beim Minister andienen und indem sie auch nur eine kleine Gruppe, die von dem Problem der Statusfeststellung betroffen ist, hier gesondert herausnehmen, ohne sich das gesamte Spektrum der Selbstständigen anzusehen. Denn das Anliegen als solches, das Statusfeststellungsverfahren zu vereinfachen, ist ja ein richtiges. Und in wesentlich differenzierterer und qualifizierterer Weise hat Ihr Kollege Johannes Vogel ja vor einigen Wochen auch einen Antrag vorgelegt. Und auch meine Fraktion hat vorgestern einen Antrag in der Fraktionssitzung beschlossen,
den wir hier im Bundestag einbringen werden. Und dort sagen wir eindeutig, dass Selbstständige mit projektbasierten Aufträgen geschützt werden müssen vor Bürokratiehürden und vor nachträglichen Statusaberkennungen. Und wir setzen auch einen differenzierten Kriterienkatalog auf, nachdem in vereinfachter Weise die Clearingstelle der Rentenversicherung entscheiden soll. Das tut ja in der Tat Not. Aber es gehört eben auch dazu, weil man nicht für einzelne Gruppen Sonderregelungen macht, es gehört eben auch dazu, das gesamte Spektrum von Selbstständigkeit und auch leider, die gibt es eben auch, Scheinselbstständigkeit sich anzugucken. Und hier ist zu Recht vom Kollegen Rosemann von Berufsgruppen wie Kurierdienstfahrern und vielen anderen geredet worden, die auch geschützt werden müssen. Und politische Kunst zeichnet sich dadurch aus, dass man sich die gesamte Wirklichkeit in der gesamten Breite ansieht. Und das ist das, was Ihnen mit diesem Antrag jedenfalls komplett abgeht. Und Ihr Antrag, wir kriegen ja auch von verschiedenen Lobbyverbänden Briefe, Forderungskataloge zugeschickt. Ihr Antrag ist auch leider, wenn man sich das ansieht, erkennbar in allergrößten Teilen einfach abgeschrieben, copy and paste. Auch das ist nicht unbedingt die Art von parlamentarischer Arbeit, die ich erwarten würde, wenn man sich dort ernsthaft auseinandersetzt mit dem Problem. Und lassen Sie mich abschließend noch eins sagen. Auf die einfachste Möglichkeit, auf das Statusfeststellungsverfahren möglicherweise ein Stück weit zu verzichten oder es sehr deutlich auch zu vereinfachen, sind Sie dort gar nicht gekommen. Wenn wir für Selbstständige eine Versicherungspflicht hätten in der gesetzlichen Rentenversicherung, würde das Problem wesentlich einfacher sein. Und dann könnten wir zum Beispiel auch Opt-out-Regelungen machen, wonach dann Selbstständige mit einem besonders hohen Einkommen sich auch entscheiden können, auf das Statusfeststellungsverfahren zu verzichten. Sie sollten an der Stelle mal in sich gehen und über das Konzept der Bürgerversicherung nachdenken. Dann kommen Sie vielleicht auch auf den Trichter, dass es ganz einfach geht. Danke. Vielen Dank. Markus Kurt war das für die grüne Fraktion. Er ist Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und jetzt hören wir Max Straubinger für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir beschäftigen uns ja wieder mit dem Statusfeststellungsverfahren und vor 4 Wochen oder 3 Wochen haben wir einen ähnlichen Antrag der FDP ja bereits auch diskutiert hier. Es haben da mehrere Vorredner dies auch schon getätigt und angezeigt. Ich habe ein bisschen in Rubicon nachgeschaut und ich habe gemerkt, dass es praktisch nur einen Unterschied gibt. Nämlich, dass beim ersten Antrag bei der FDP der Herr Dr. Sattelberger vergessen worden ist. Und deshalb haben wir einen neuen Antrag. Offensichtlich ist bei der FDP, offensichtlich sind Sie entweder bei der FDP nicht einig, denn das ist ja bezeichnend, normalerweise sind ja die Arbeitsmarktpolitiker mit zuständig für diese Frage, dass der Kollege Vogel nicht in der ersten Reihe sitzt diesmal. Also er sitzt da ganz weit hinten, beobachtet das jetzt einmal von der Rückseite. Also ist auch immer gut, lieber Johannes Vogel, das ist ja wirklich hervorragend. Also, aber mir ist ja das einfach so aufgefallen. Also offensichtlich habt ihr eine linke und eine rechte Abteilung bei der FDP jetzt. Also, für die Behandlung von einzelnen Fragen, aber ich sage es auch ganz ernsthaft. Es hat viel Spaß dabei, aber ich sage es auch ganz ernsthaft. Die Zeit ist uns eigentlich schon zu schade, den gleichen Tagesordnungspunkt von einer Fraktion gleich zweimal also diskutieren zu müssen. Also weil da in der Regel nicht viel Neues rauskommen kann. Es ist ja so, dass sich die Bundesregierung mit dieser Frage beschäftigt. Wir haben es auch im Koalitionsvertrag hiermit hinterlegt. Aber es geht nicht nur um die Freelancer, sondern es geht grundsätzlich um die Beurteilung, ob eine Scheinselbstständigkeit vorliegt oder ob eine andere Tätigkeit mit vorliegt, sondern es geht auch um Abgrenzungen. Und der Inhalt des Antrags, der unterscheidet sich ja nicht groß gegenüber den Vorschlägen, die im ersten Antrag Johannes Vogel also mit beinhaltet sind. Also es wird gefordert eine Positivliste. Die FDP hat sich ja jetzt in linker Seite und in rechter Seite darüber Gedanken gemacht, aber sie haben noch nie keine Kriterien aufgestellt, wie die Positivliste ausschauen soll. Dann bedeutet es, dass auch selbst eine Positivliste bedeutet eine Abgrenzung.
Also es wird zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, auch wiederum möglicherweise Streitfälle darüber geben, ob jemand als selbstständig zu beurteilen ist oder als Arbeitnehmer oder in arbeitnehmerähnlicher Tätigkeit gearbeitet hat. Also das bedeutet auch Streit letztendlich. Und bei diesen Streitgegenständen möchte ich durchaus mit feststellen, obwohl Sie ja der Rentenversicherung, ja, gelinde gesagt, eine sehr subjektive Einstellung jetzt unterstellen bei Ihrer Beurteilung, da muss man aber feststellen, dass bei den ganzen Streitverfahren im vergangenen Jahr 65% der Antragsteller positiv verbeschieden worden sind. Und im Jahr vorher waren es 62%. Also ich sehe das Problem gar nicht. Ich glaube, auch bei einem neuen Verfahren werden wir ähnliche Ergebnisse haben. Dass bei Gerichtsentscheidungen die Rentenversicherung in ihrer Entscheidung zu 70% bestätigt worden ist. Also ein ähnlicher Fall, dass es Irrtümer in einer Beurteilung geben mag, das liegt menschlich und ist in der Natur der Sache, ist bedauerlich und kann möglicherweise in einem weiteren Verfahren dann begradigt werden. Aber alles, was Sie vorschlagen, wird nicht bedeuten, dass wir dann eine heile Welt und eine heile Beurteilung haben. Herr Schraubinger, Sie drücken sich selbst um diese Frage. Moment, Sie drücken sich ja selbst um die Frage, wenn Sie glauben, allein nur mit einer Einkommensregelung die Selbstständigkeit fassen zu können, welches Einkommen soll die Grundlage sein? Herr Schraubinger, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Hebner? Ja, bitte. Martin Hebner von der AfD. Herr Schraubinger, herzlichen Dank für die Erlauben Sie eine Zwischenfrage. Sie haben so nett und wirklich also sehr unterhaltsam gerade geschildert, dass die Anträge sich ähneln. Aber die Frage ist ja nun effektiv im Raum immer noch, wann tun Sie was? Denn wenn Sie sagen, es wird von den Gerichten positiv beschieden, 62%, 65%, dann zeigt es doch ganz klar auf, dass hier eine dringende gesetzliche Korrektur erforderlich ist. Wir können doch so nicht weitermachen. Nein. Denn was Sie momentan beschreiben ist, es gehen Leute in dem Falle Aufträge rein und bekommen dann ganz klar in dem Falle Bescheid, dass sie als wahrscheinlich scheinselbstständig eingestuft wurden. Das schafft enormen Ärger, das schafft enorme Unsicherheit, das schafft in dem Falle Unterbrechungen, häufigst auch Unterbrechungen in Projekten. Wollen Sie das? Ist das, was Sie in dem Falle als normal ansehen? Hier ist auch dringende Tätigkeit erforderlich. Und Sie sagen, Sie überlegen jetzt erstmal, wie lange überlegen wir denn noch weiter? Wie lange überlegt die Bundesregierung noch? Das sind doch jetzt schon mehrere Legislaturperioden, die das andauert. Gut, das jetzt haben wir. Die Frage ist angekommen, Herr Schraubinger. Herr Kollege Hebner, weil es eben auch immer um Abgrenzungsfragen geht und Abgrenzungsfragen nicht so einfach zu entscheiden sind, ist, wie man es sozusagen in einer lockeren Diskussion tut. Und das tun Sie nicht verantwortungsvoll, das ist völlig klar, und in dem Fall sehe ich es auch hier so, aber das sind Sie ja nicht jetzt. Und von daher also muss man das so feststellen, wir arbeiten daran, wir sind daran interessiert, dass wir beide Teile, ja, Kollege Hebner, wir sind daran interessiert, dass für beide Teile Rechtssicherheit besteht. Für den Freelancer genauso wie natürlich für das Unternehmen, das einen Freelancer beschäftigt. Das ist etwas Entscheidendes. Da gibt es entsprechende Kriterien, die wir jetzt gesetzt haben. Ich kann Ihnen ja diesen Gesetz ja mit vorlesen. Dass es heißt im Gesetz, Definition der nicht selbstständigen Arbeit, Beschäftigung ist die nicht selbstständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. Soweit so gut oder vielleicht auch so schlecht, weil man sich dann natürlich darüber auch ordentlich auseinandersetzen kann. Aber glauben Sie oder die Kollegen von der FDP, wenn Sie drücken sich ja um die Formulierungen, Sie könnten auch einen Gesetzentwurf ja abliefern, Sie drücken sich ja um die Formulierungen, glauben Sie, dass Sie bessere Abgrenzungskriterien dann finden würden, und zwar für alle Beschäftigungsverhältnisse, nicht nur für die Freelancer, sondern für alle, die ganze Breite des Arbeitslebens hier mit einzubeziehende Wirklichkeit. Darüber, da drücken Sie sich, und deshalb ist der Antrag schön, dass wir wieder diskutiert haben. Aber ich bitte an die Kollegen,
einigt euch zuerst, ob die linke Abteilung einreichen darf oder die rechte Abteilung einreichen darf. Oder dass vielleicht alle, wenn ein Antrag gestellt wird, dass dann alle maßgeblichen Personen, auch der Herr Dr. H.C. Sattelberger, dann mit dabei ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Max Straubinger. So, die letzte Rednerin in dieser Debatte, Gabriele Hiller-Um für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, vielen Dank für Ihren durchaus bemerkenswerten Antrag. Offenbart er doch wieder einmal sehr deutlich, für wen Sie hier im Bundestag Politik machen. Es sind immer wieder die Gutverdienenden, für die sich die FDP etwas einfallen lässt. Sie setzen sich diesmal für hochqualifizierte IT-Fachkräfte ein, die als Selbstständige arbeiten. Für diese kleine Gruppe fordern Sie Sonderregelungen. Ja, auch uns liegen die Freelancer am Herzen. Ja, wir werden auch für diese Gruppe das Statusfeststellungsverfahren reformieren, das festlegt, ob jemand selbstständig oder scheinselbstständig arbeitet. Das haben wir mit der CDU-CSU im Koalitionsvertrag so vereinbart. Mein Kollege Herr Rosemann hat bereits darauf hingewiesen. Aber, meine Damen und Herren, diese Neuregelung wird sich dann aber auf alle Selbstständigen beziehen und nicht nur auf die Freelancer. Wir haben im Gegensatz zu Ihnen, liebe FDP, nämlich das Wohl aller Selbstständigen im Blick und nicht nur einer kleinen Gruppe. Über 4 Millionen Menschen arbeiten in Deutschland als Selbstständige. Mehr als die Hälfte davon sind Solo-Selbstständige. Und das sind bei weitem eben nicht die von Ihnen hofierten, hochqualifizierten IT-Spezialisten. Ganz im Gegenteil. Solo-Selbstständige gibt es mittlerweile in sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Und die IT-Freelancer machen da gerade einmal 5% aus, also eine sehr kleine Gruppe. Sehr viele Solo-Selbstständige arbeiten hart, sie verdienen aber oft deutlich sehr viel weniger als festangestellte Beschäftigte. Leider reicht es dann bei vielen Solo-Selbstständigen dann noch nicht einmal für einen guten Krankenschutz, geschweige denn für eine auskömmliche Altersvorsorge. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, diese Menschen sind Ihnen offensichtlich egal, uns nicht. Wir haben bereits den Mindestbeitrag zur Krankenversicherung für Selbstständige halbiert. Wir wollen die Selbstständigen auch in die gesetzliche Altersvorsorge mit einbeziehen. Das wird Ihnen richtig helfen, und Herr Kurt hat darauf hingewiesen, das wird auch viele Probleme lösen. Unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil arbeitet darüber hinaus intensiv an den nötigen gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Arbeit der Zukunft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen durchsetzen, dass Menschen, ob angestellt oder selbstständig, gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne erhalten. Damit sind im Übrigen alle Menschen gemeint und nicht nur diejenigen, die schon privilegiert sind und für die sich die FDP so gerne einsetzt. Wir, die SPD, kämpfen für gute Arbeit und gerechte Löhne für alle. Das, meine Damen und Herren, macht den großen Unterschied zur FDP. Vielen Dank, Gabriele Hiller-Ohm für die SPD, letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt. Schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 15957 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge, dann verfahren wir genau so. Das heißt, der Antrag der FDP-Fraktion, der ja hier dieser Debatte zugrunde lag, wird entsprechend parlamentarisch weiter behandelt in den Bundestagsausschüssen.